Guten Abend nach der Partie Kofler-Ehrling. Am heutigen Abend der Endstand 1:8. Ich darf die beiden Trainer, beziehungsweise auf Seiten der Ehrlinger und vermutlich der Interimscoach Alex Schütz begrüßen. Und Axel Schütz. Und auf Kofler Seite kommt die Deutung. Ja, Herr Schütz, 1:8, ein ziemlich deutliches Endresultat, das wollte ich sagen. Man konnte lesen, am Freitag habt ihr das erste Drittel komplett verschlafen. Heute wahrscheinlich genau anders und nach 4 Minuten schon die 2:0-Führung hat ihrer Mannschaft sicherlich gut getan. Ja, das war eigentlich auch genau das, was wir machen wollten. Also wir haben nicht nur letztes Spiel, sondern auch das Spiel davor immer am Anfang gespielt und verschlafen, sind dann nicht jetzt in den Dritt reingekommen und heute haben wir es explizit mal angesprochen. Weil es deswegen war, aber es hat halt echt gut funktioniert. Und wenn man dann am Anfang da ist und aufpasst, dann kommt man halt auch unser Tritt rein und dann passiert halt sowas am Ende, dass halt dann nicht alles reingeht. Dann kommt so ein Ergebnis raus, was wahrscheinlich ein bisschen hoch ist, aber ich denke im Großen und Ganzen machen wir halt auf jeden Fall gewinnen. Wir haben am Freitag endlich die Auswärts-Niederlagenserie in Bann geworfen und dafür heute leider auch die Heimserie mehr oder weniger hergegeben. 1:8, deutliches Ergebnis, habe ich gerade schon gesagt. Siehst du denn noch irgendwas Positives aus dem Spiel heute aus dem Abend? Ja, ist natürlich schwierig. Ich glaube, wenn das jetzt unser Rhythmus wird, dass wir immer am Wochenende ein Spiel gewinnen und das zweite Spiel eine Rutsche kriegen, dann können wir uns überlegen, ob wir vielleicht immer sonntags daheim bleiben, weil mit 0:5 wäre es wenigstens das Torverhältnis besser. Ja, es ist schwer. Also wie gesagt, es war heute halt wieder so ein Spiel, wo wir uns eigentlich viel vorgenommen haben, so von der Stimmung vom Spiel in der Kabine hat es auch gepasst. Wir wussten natürlich, dass Ehrling gerade in der Offensive sehr, sehr stark ist. Und dann geht halt das Drittel wieder so los, dass wir, wenn wir in der gefährlichen Zone den Ehrlingern einfach zu viel Platz lassen und einfach uns da zu wenig wehren. Und dann bis 2:0 hinten im zweiten Drittel. Hätten wir vielleicht einen Weg ins Spiel finden können, wenn in Überzahl was funktioniert hätte. Da hat nichts funktioniert, der Torwart hat sehr gut gehalten. Und dann kriegst du halt sofort, nachdem wir ein paar Mal Überzahl hatten, dann sofort das 3:0. Dann hat Ehrling das erste Mal Überzahl, sofort das 4:0. Und dann ist halt das passiert, was die letzten Wochen jetzt auch immer in den Spielen, die wir hoch verloren haben, passiert ist, dass wir so völlig die Ordnung verloren haben. Und auch so von der Körpersprache, das war alles so, haben wir es ja auch nicht ordentlich gewährt. Und dann kriegst du halt einen Laden voll. Das ist so. Also normalerweise sollte eine Mannschaft aus sowas lernen. Uns ist das jetzt schon das dritte Mal dieses Jahr passiert. Da wir es offensichtlich noch nicht gelernt haben, muss man da etwas deutlicher nachhelfen. Bei euch gab es vor dem Wochenende, für Außenstehende zumindest noch, eine Überraschung. Peter Boll ist eigentlich mein Trainer in Ehrling. Ich weiß nicht, dürfen Sie dazu irgendwie ein paar Worte dazu sagen? Oder möchten Sie das an dieser Stelle nicht? Also ich könnte jetzt die offizielle Pressemitteilung zitieren, wobei ganz persönlich, aber das waren interne Gründe, persönlich private Natur. Muss dann doch sehr schnell gehen, aber da werden wir hoffen. Kam das intern für die Mannschaft auch überraschend oder war es? Vielleicht auch die Seite, die sich vielleicht schon etwas ändern. Dann müssen Sie eben aus der Mannschaft fragen. Ehrling jetzt nach den letzten Wochen ganz gut dabei in der Liga angekommen. Zwar die letzten Spiele einen kleinen Negativ-Trend gehabt, aber heute absolut deutlicher Sieg. Wie bewerten Sie die ersten Spiele jetzt in der neuen Liga? Ich glaube, das ist ein ziemlicher Unterschied das zwischen den ersten 2-3 Spielen und dann den nächsten danach, weil da haben wir wirklich gegen meiner Meinung nach absolut Top-Favoriten gespielt. Momentan kämpfen wir auch wirklich sehr mit der Verletztenliste, die ist erstens mal an sich sehr lang und wenn man genau in den Namen reinschaut, sind das jetzt nicht gerade unwichtige Spieler, die da fehlen. Umso wichtiger ist, dass die Leute wieder nachrücken und das haben sie bis jetzt super gemacht. Dennis Behrendt hat heute ein sehr starkes Tor gemacht, normalerweise nicht so geleistet, hat einen sehr, sehr lieben gemacht. Aber auch unsere paar alten, erfahrenen Spieler, die noch übrig sind und nicht verletzt sind, stecken da wirklich zusammen. Also die Mannschaft hält da zusammen. Und da muss ich echt ein ganz großes Lob aussprechen, weil gerade nach drei verlorenen Spielen, Geschichten mit dem Trainer und so weiter, haben sie da heute eine grandiose Leistung. Also ganz großes Lob. Ja, Stichwort Verletztenliste. Die ist bei unserem Freitag auch um einen Spieler länger geworden. Das Kastenmeier.
einer Verletzung, irgendwas genaueres sagen? Ja, viel kann ich nicht dazu sagen. Also er hat sich im Sprunggelenk, ich schätze, eine Bänderverletzung leider geholt. Wird jetzt erstmal 2 Wochen ausfallen und danach muss man schauen, wie schwer die Verletzung ist, ob es noch länger dauert. Wir hoffen natürlich, dass es das dann wieder wird. Ja, nächstes Wochenende kann man jetzt sagen, zum Glück nur ein Spiel. Nachdem wir jetzt immer 1 gewonnen, 1 verloren haben, Dorfen, für uns geht es nach Dorfen. Ja, das letzte Spiel in Dorfen, eigentlich für uns mit guten Erinnerungen behaftet. Das war ein deutlicher Sieg. Damals das kuriose Spiel, wo wir bis nach Mitternacht gespielt haben. Was hältst du von der Dorfenmannschaft? Anders gefragt, wie siehst du unsere Chancen am nächsten Freitag in Dorfen? Ja, ich glaube, dass in Dorfen eines der schwierigsten Auswärtsspiele der Saison ist. Die haben jetzt auch wieder einen sehr guten Start hingelegt, sind ganz oben mit dabei und sind eigentlich normalerweise immer sehr heimstark. Ich habe das letzte Spiel von Buchler in Dorfen natürlich nicht gesehen. Aber für uns wird es schwer, aber wie gesagt, wir haben diese Saison auch schon gezeigt, dass wir gegen die Top-Mannschaften auch was holen können, aber eben nicht so wie heute. Ja, dann denke ich, soll es das für heute gewesen sein. Bei beiden Trainern, ich wünsche unseren Gästen alles Gute, gute Heimreise. Man sieht sich im Rückspiel und an Sie alle einen schönen Abend, eine schöne neue Woche und ja, kommendes Heimspiel erst dann wieder Freitag in einer Woche gegen Pfaffenhofen. Machen Sie es gut und danke für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Glückwunsch.